Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Lingoni. Ich bin Jenny und heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch vorbereitet. Dies ist nämlich die erste Folge unserer neuen Vlog-Serie und wir befinden uns gerade hier in Walscheid. Das ist in der Nähe von Köln, in einem etwas kleineren Dorf und stehen hier gerade vor einem Laden und das ist ein ganz besonderer Laden und ihr werdet jetzt herausfinden, was genau man dort machen kann. Los geht's! Morgen, Bettina. Hallo, morgen, Jenny. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, wir sind hier in einem kleinen Laden und du bist die Inhaberin, richtig? Ja, das stimmt. Und was ist das für ein Laden? Das ist ein Unverpacktladen. Hier kann man einkaufen ohne die lästigen Verpackungen. Wahnsinn, okay. Und wie funktioniert sowas? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Du bringst von zu Hause einen Behälter mit. Das kann eine Dose sein, ein Glas, was du einfach findest. Dann kommst du zu uns, wiegst es ab, befüllst die Gefäße mit allem, was du brauchst, auch in den Mengen, in denen du es brauchst. Mhm. Und dann rechnen wir dir den Preis ab und du kannst es mit nach Hause nehmen. Ah, super. Das klingt ja sehr einfach. Das ist es auch. Und warum hast du so einen Laden eröffnet? Das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich zwei Kinder und ich möchte gerne, dass auch die noch in einer lebenswerten Welt aufwachsen können weiterhin und groß werden können. Und zum anderen wollte ich gerne einfach auch weniger Verpackungen in meinem Alltag haben. Und du hast es schon erwähnt, glaube ich, am Anfang, dass wir in der Nähe von Köln sind. Aber jetzt dahin extra zu fahren, macht halt keinen Sinn. Ja. Und ich dachte, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das ähnlich empfinden und deshalb bin ich diesen Schritt gegangen. Hast du das sehr lange im Voraus geplant oder hattest du auf einmal eine spontane Idee und direkt umgesetzt? Nein, also das war schon fast ein ganzes Jahr Vorbereitungszeit, bis wir eröffnet haben. Super. Was für Kunden kaufen ihr ein? Also was sind das für Kunden? Alles. Vom kleinen Kind, das hier ein paar Bonbons kaufen möchte, über Studenten, die vielleicht hier in der Nähe noch wohnen, Mütter, die für den Haushalt einkaufen, auch viel ältere Leute, die einfach sich freuen, weil sie alleine sind und kleine Mengen einkaufen können. Ach super, okay. Und kommen die Leute hier hin und wissen direkt, wie das funktioniert oder musst du das oft erklären? Wir erklären es schon noch häufig. Mhm. Also viele wissen inzwischen schon, haben das schon mal gehört, aber wenn die zum ersten Mal kommen, wiederholen wir diesen Ablauf jedes Mal. Und was für Produkte kann man hier so kaufen? Ganz viele. Also wir haben hauptsächlich trockene Lebensmittel, Getreide, Mehl, Müsli, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, aber auch Süßigkeiten und Knabberware und einige Drogerieartikel wie Shampoo, Duschgel, Haushaltsartikel. Ja, okay. Gibt es auch irgendwelche Herausforderungen, die sich dir stellen? Ja, es ist immer schwierig, wenn Kunden zum Beispiel einen Wunsch äußern, was sie gerne hätten. Und ich muss dann gucken, dass ich es natürlich auch in einem möglichst großen Gebinde auch ohne Plastik bekomme und dann auch nicht weiß, verkaufe ich auch vielleicht diese 25 Kilo, die ich jetzt gekauft habe. Ja. Das ist schon mal schwierig. Und natürlich körperlich ist es auch anstrengend und herausfordernd, weil wir einfach diese Säcke auch schleppen müssen. Ah, Wahnsinn, okay. Gibt es irgendwelche Produkte, die du super gerne anbieten würdest, aber die es einfach verpackungsfrei noch nicht gibt? Die Milchprodukte, natürlich können die nicht verpackungsfrei angeboten werden. Die Alternative für uns sind ja dann immer Pfandgläser und Pfandflaschen. Aber da ist es auch noch schwierig, alles zu bekommen. Hier ist ja auch ein Discounter in der Nähe. Ist das für dich Konkurrenz oder siehst du das überhaupt gar nicht als Konkurrenz? Nein, denn da gibt es alles nur abgepackt und zwar auch manchmal zwei-, drei-, vierfach ummickelt mit Plastik. Ja. Und hier kommen Leute hin, die eher da nicht einkaufen. Okay, verstehe. Wir würden super gerne mal deinen Laden sehen. Möchtest du uns mal deinen Laden zeigen? Ja, sehr gerne. Super. Dann lass uns doch am einfachsten hier direkt beginnen. Ja, alles klar. Hier haben wir Kaffee,
Oh, Wahnsinn. Das sind auch dann verschiedene Sorten, richtig? Genau. 5 verschiedene, die bekommen wir aus der Nachbarstadt. Da gibt es eine Rösterei und die beliefern uns. Also lokal Kaffee. Sogar. Sehr lokal, genau. dann haben wir Zucker zum Beispiel. Dann geht es hier weiter mit Getreide, Haferflocken. Ja. Hier unten ist Mehl. Mhm. Ja, auch viele verschiedene Sorten. Auch, genau. Und auch von einem regionalen Anbieter. Ah, sehr gut. Ganz hier in der Nähe. Ja, hier unten haben wir Trockenobst. Mhm. Dann kommt hier unsere Müsli-Abteilung. Mhm. Dazu passend verschiedene Nüsse und Saaten. Ja, noch mehr Trockenobst. Mhm. Hier geht es weiter mit verschiedenen Nudeln, Dinkelnudeln, Vollkornnudeln. Dann kommt der Reis. Hier sind Hülsenfrüchte, sprich Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Bohnen. Mhm. Noch mehr Nudeln. Mhm. Und hier gibt es auch ganz viele tolle Sachen. Was kann man hier kaufen? Genau, in diesem alten Küchenschrank haben wir alles Mögliche für Küche und Bad. Mhm. Hier sind verschiedene Pflegeprodukte, Deo und Cremes, Abschminkpads, Rasierutensilien. In der Mitte sind verschiedene Sachen aus Bienenwachs, Kerzen, Handpflege. Hier oben auch die tollen Bienenwachstücher, in die du deine Lebensmittel einschlagen kannst. Mhm. Und das ist eine super Alternative zu Alufolie und Frischhaltefolie. Mhm. Bleiben die Lebensmittel super frisch und du kannst es immer ein bisschen sauber machen und immer wieder verwenden. Ah, super. Und hier geht es dann weiter mit der Zahnpflege. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Zahnpasta in der Tube zu ersetzen. Mhm. Es gibt hier einmal ein festes Produkt. Hier gibt es Zahnpasta im Glas. Mhm. Dann Zahnputztabletten, die man zerkaut und dann damit die Zähne putzt. Passend dazu natürlich auch Zahnbürsten und Zahnseide. Und was ist das da unten? Das ist was ganz Besonderes. Ich habe hier eins fertig. Das ist eine Papphülle, mit der du den Hundekot aufsammeln kannst. Wenn dein Hund ein Geschäft erledigt, dann musst du das ja hier in Deutschland immer mit einem Plastikbeutel in der Regel aufheben. Ja. Und damit du auch da kein Plastik mehr verwenden musst, gibt es diese Alternative aus Pappe. Das ist ja richtig cool. Gibt es auch verschiedene Größen? Ja, großer Hund, große Box, kleiner Hund, kleine Box. Okay. So, dann gehe ich jetzt zur Kasse und bezahle die Sachen. Das macht dann 6,76 Euro, bitte. 5, 6, ich weiß nicht, wie es passen hat. Nee, eher nicht. So, müssen wir es so machen. Ja. Und 24 Cent zurück. Dankeschön. Ja, super, vielen lieben Dank, dass du uns deinen Laden gezeigt hast. Es war super interessant und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, ich habe mich gefreut. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Jenny. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt wisst ihr auch, wie ein Unverpacktladen funktioniert und wie man dort einkauft. Das ist ja schon etwas anderes als in einem normalen Supermarkt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal vorbeizukommen. Wir sind hier in Wahlscheid in der Nähe von Köln, das ist im Rhein-Sieg-Kreis und ihr werdet auf jeden Fall beim Einkaufen sehr viel Spaß haben. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss!